Hallo und willkommen zum fünften und vorerst letzten Teil meiner Yankee Candle Sammlung, was die großen Hauswarmer betrifft. Es wird noch weitere Videos geben über mittlere Hauswarmer oder auch über Goose Creek Candle oder aufgebraucht Videos. Deswegen, also es wird nicht zu Ende sein, aber zumindest wird in diesem Video quasi der letzte Teil meiner großen Yankee Candle Hauswarmer zu sehen sein. Fangen wir an mit einem sehr besonderen Duft, und zwar ist das Moon on Their Wings. Das ist ein sehr schönes Label, wie man sieht, was diese Gänse im Nachthimmel zeigt. Dazu ein dunkelblaues Wachs, was sehr gut passt. Und zwar ist es ein Duft aus der Kategorie Fresh, den ich mir anfangs gar nicht getraut habe zu kaufen, aufgrund der Duftnoten. Und zwar sind da drin Bergamotte, ich glaube Salbei, Zedernholz. Also hatte ich gedacht, dass da mich ein sehr herber Duft erwartet. Habe deswegen vorher einige andere User gefragt, die den Duft schon hatten, und die liebe Fräulein Mie hat mich dann doch ermutigt zum Kauf, dass dieser Duft wirklich sehr besonders ist. Und so ist es tatsächlich. Also es ist wirklich ein sehr, man kann schon sagen, mystischer Duft, der schwer zu beschreiben ist. Also es geht so in eine leicht kräuterliche Richtung, hat aber auch was sehr Süßes dabei. Also ich finde sogar einen Hauch, aber das ist nur meine Meinung, dass er so einen Hauch wie Black Coconut hat. Also vielleicht so was ganz leicht Parfümiges, Kokosmäßiges, aber das kann, wie gesagt, auch täuschen. Das ist nur meine Meinung. Wie gesagt, das ist ein ganz besonderer Duft, finde ich. Da habe ich auch neulich, ich glaube, 2 oder 3 Backups bestellt, weil der mal bei Amazon für 15 Euro zu haben war und da konnte ich nicht Nein sagen. Also wie gesagt, ein sehr spezieller, besonderer Duft. Ja, den ich so nicht erwartet hätte, aber gehört zu einem meiner großen Favoriten. Dann machen wir weiter mit einem Duft, den ich im letzten Q&A-Video schon angepriesen hatte. Und zwar ist das Sun-Kissed Thistle. Ein Duft aus der letzten Herbstkollektion. Da gehe ich jetzt nochmal kurz drauf ein, weil der, wie gesagt, im letzten Video schon dabei war. Es ist ein sehr auch erfrischender, außergewöhnlicher Duft mit Apfel, Tannennadeln und was war es noch? Zitrone, genau. Also deswegen ist der Duft auch sehr fruchtig, sehr spritzig, aber auch hat was Herbes so durch diese Tannennadeln, wie gesagt. Einer meiner absoluten Favoriten, Sun-Kissed Thistle. Dann machen wir weiter mit einem floralen Duft, und zwar Wedding Day. Ein sehr, ja, klassisches Label. Man sieht die Rosenblüten, dazu ein weißes Wachs. Und wie gesagt, ein sehr floraler Duft. Da kommen viele weiße Blüten zusammen. Also ist jetzt nicht, wie man vielleicht erwartet, ein Rosenduft vom Label zu erwarten, sondern wirklich gemischte Blumen. Also sehr cremig auch, sehr zart, putrig. Ich hatte den damals mal in einem Set erst, also als Tumbler mit Black Coconut in so einem, ja, Wedding Set. Und jetzt habe ich den auch nochmal einzeln nachgekauft. Der hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Ja, den würde ich im Frühling, Sommer anzünden. Der ist, wie gesagt, sehr zart und passt deswegen gut in diese Jahreszeiten rein. Dann machen wir weiter mit einem Duft aus dem Herbst oder Winter, ich weiß es jetzt gar nicht. Und zwar, nee, Winter war es, ist das Snow Dusted Bayberry Leaf. Das ist ein, ja, sehr ätherischer Duft, würde ich mal sagen. Da ist Pinie drin, Vanille, Minze. Deswegen, wie gesagt, passt der gut in den Winter mit rein. Ich habe den leider zerstückeln müssen, da der, das hatte ich auch das erste Mal bei Yankee Candle, dass es nur nach angezündeten Docht gerochen hat. Und deswegen habe ich den klein geschnitten und da war er dann wirklich eine Duftbombe, wenn man den so dann in die Duftlampe gibt. Mir ist er jetzt zum Schluss dann doch zu intensiv oder ja zu ätherisch. Deswegen, wenn er alle ist, dann brauche ich ihn jetzt nicht nochmal unbedingt. War auf jeden Fall, wie gesagt, eine interessante Kombination. Ist jetzt kein reiner Minzduft, was ich ja erst befürchtet hatte. Da, wie gesagt, sehr erfrischend durch noch die Pinie wirkt, aber auch rund und weich durch die Vanille. Genau. So, dann habe ich hier einen Duft aus der Kategorie Fresh. Und zwar ist das Wild Seagrass. Also ich mag das Label sehr mit diesen Sanddünen und dem Fahrrad, was da angelehnt ist. Dazu dieses helle, ja, creme-beigefarbene Wachs, das fand ich wirklich sehr schön. Und wie es der Name schon sagt, wie gesagt, Wild Seagrass, also da erwartet einen wirklich dieser,
ja, salzige Duft von Seegras und den Dünen, wie man sich das an der Ostsee oder Nordsee vorstellt. Auch was raues, salziges, wie gesagt. Den hatte ich jetzt noch nicht angezündet im Glas. Ich hatte bisher Votive davon, weil der ja auch nicht so gut zu bekommen ist. Deswegen hebe ich mir den noch ein bisschen auf. Aber ich denke mal, so im Sommer ist das auf jeden Fall ein Kandidat, der dann öfters mal brennen wird. Dann kommen wir zu einem blauen Duft, Mediterranean Breeze. Finde ich, ist ein sehr schönes Label. Also mich erinnert das irgendwie so an Griechenland. Da war ich schon früher als Kind öfters im Urlaub. Und gerade hier dieser Baum, der wirkt wirklich sehr mediterran, wie es der Name schon sagt. Dazu ein blaues Wachs. Ist ein sehr frischer Duft, leicht aquatisch. Und der war damals, habe ich mir den Dreier-Set gekauft mit, ich glaube, Honey Lavender Gelato und Alfresco Cappuccino oder wie der hieß. Ja, und das war mein liebster Duft von den dreien. Ja, ist schon einiges aufgebraucht. Habe ich, wie gesagt, gerne im Sommer an, der nochmal schön kühl ist und gefällt mir wirklich sehr gut. Dann hatte ich euch auch schon im, jetzt muss ich überlegen, Unboxing-Video diesen Duft gezeigt, Coconut Splash. Gehe ich auch nur kurz drauf ein. Aus dem letzten Sommer habe ich mir jetzt dann doch mal als großen Hauswarmer geholt, weil er mich dann im Nachhinein doch sehr überzeugt hat. Da habe ich erstmal einen sehr cremigen Kokosduft erwartet, ist aber nicht ganz der Fall. Da ist es eher dieses klare Kokoswasser, was zum Vorschein kommt. Mango ist mit drin, was das Ganze ein bisschen fruchtiger macht. Gehört auch zur Kategorie Fruit. Und ja, aber hat, wie gesagt, eigentlich auch was sehr Frisches, leicht aquatisches. Ja, muss ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen, weil, wie gesagt, war im vorletzten Video schon erwähnt. Dann habe ich hier noch einen Duft aus den, also USA, den bekommt man jetzt nicht ganz so oft oder wenn, dann ist er relativ teuer. Island Waterfall. Ist ein, wie man sieht, eher tropischer Duft, dieser Wasserfall im Hintergrund. Im Vordergrund dann die ganzen exotischen Pflanzen und so riecht er auch. Also sehr aquatisch, sehr frisch, sehr exotisch. Fresie ist, glaube ich, mit drin. Wirklich sehr kühl, also auch was eher für den Sommer. Hatte ich bisher immer als Motiv und jetzt habe ich mir den auch mal im Glas geholt. Finde ich auch vom Wachs her, also es spiegelt das Ganze wieder, dieses dunkle, kühle Blau. Ja, Island Waterfall. Dann ein Duft, den ich auch schon im Unboxing-Video hatte, der jetzt aber in dem Sinne auch zu meiner Sammlung gehört. Und zwar der Duft des Jahres, One Together. Ein sehr floraler Duft, der aber eine sehr dominante Pfeffernote am Anfang hat. Also es ist auf jeden Fall im warmen Zustand nicht mehr ganz so extrem, aber im kalten riecht mir diese Pfeffernote meiner Meinung nach sehr. Und ja, wie gesagt, ist ein eher floraler Duft, was dann im Warmen auch mehr rauskommt, sehr frisch. Deswegen passt das gut in den Frühling rein. One Together. Dann ein Duft, der jetzt aus dem Sortiment geht. Und zwar ist das Macaron Treats. Ein Duft aus dem Bereich Food. Nee, Festive, okay. Habe ich mich wieder vertan. Aus dem Bereich Festive, aber gehört für mich eigentlich eher in den Food-Bereich. Sieht man ja auch am Label, die Macarons. Am Anfang habe ich da immer sehr viel Schokoladiges rausgerochen, was ich eigentlich nicht so unbedingt mag. Aber es ist auf jeden Fall auch eine süße Plätzchen-Teignote dabei, Vanille. Deswegen war es dann doch wieder ganz gut erträglich. Und jetzt zum Ende hin. Also ich hatte den immer in der Duftlampe an und habe dann das Wachs auch abgegossen. Und als ich das abgegossen habe, ja, nehme ich dann immer diese Tarts mit auf Arbeit und mache mir die da immer an. Und da war das ganz erstaunlich, weil da hat er dann fast nach Zuckerwatte gerochen. Also das hat mir eigentlich noch besser gefallen. Ja, aber wie gesagt, sonst hat er eher so einen leichten Schokoladenhauch. Ein giftgrünes Wachs, das ist nicht jedermanns Sache. Aber ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ja, wenn er jetzt alle ist, dann mal sehen. Also ich werde ihn jetzt nicht mega hinterher trauern, aber es gibt ja, sag ich jetzt mal, ähnliche Düfte. Ich glaube, war es von Village Candle. Da gab es, glaube ich, auch einen French Macaron, den ich naja, nicht im Tauschpaket, aber im Duftpaket von Fräulein Mie hatte. Der war auch sehr angenehm, sehr lecker. Deswegen gibt es da eigentlich ein paar gute Alternativen. Dann ein Duft, den ich auch im Unboxing-Video hatte, deswegen nur ganz kurz.
Und zwar ist das Honeycrisp Apple Cider, ein Apfelduft, ein sehr schönes gelbes Wachs, was es ja eher selten gibt, wie man am Label sieht, USA. Sehr fruchtig, sehr frisch, wie eine Kiste frisch gepflückter Äpfel aus dem Garten. Habe ich einen sehr guten Schnapp gemacht auf Amazon für 9 Euro, deswegen da stellt sich die Frage gar nicht. Ja, und dann kommen wir mal noch zu einem Duft aus der Elevation Kollektion. Das war mein liebster davon. Und zwar ist das Sweet Nectar Blossom, wie der Name sagt. Floral, süß. Hat sogar so einen Hauch Zuckerwatte für mich. Und ja, also den mag ich sehr, sehr gerne. Das ist eigentlich auch so bisher der einzige, der mir richtig gut gefallen hat. Auf dem Label sieht man auch noch so Vanilleschote und ein paar Pflanzen, also eine Kirsch, das sieht eigentlich aus wie eine Kirschblüte hier oben. Wie gesagt, ein sehr floraler, süßer Duft, der mir mega gut gefallen hat. Ja, bei den großen Gläsern, die brauchen halt ewig, bis die ordentlich gepult sind. Und ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber wenn sie dann gepult sind und man von oben drauf guckt, dann sieht das Wachs, hat das so Marmorierung, wie als wenn es so ein Gehirn wäre. Also sieht immer ein bisschen merkwürdig aus, aber was soll's, wenn der Duft gut ist. Also auch in der Duftabgabe muss ich sagen, war der echt, oder ist er auch mega gut. Da kann man nicht meckern. Ja, das waren im Prinzip auch die letzten Düfte aus meiner Housewarmer-Sammlung. Und ich hoffe, es war noch was dabei, was ihr nicht kanntet. Oder ja, vielleicht nehmt ihr manche Düfte auch anders wahr als ich. Gerade wie gesagt, den One Together. Da geht es bei manchen auch so schon geteilte Meinung, dass er in die Richtung Champaka Blossom geht. Ja, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr zu den Düften sagt, ob ihr welche habt oder für welche ihr euch interessiert. Ich danke euch für die Kommentare und die Abos und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald!